Der Volksmusik, live aus der Chemnitz-Parkhalle in Röhrsdorf, präsentiert von Carmen Nebel. Guten Abend. Dankeschön. Guten Abend. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Sehr lieb. Schöner Empfang, danke Ihnen schön. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich freue mich, dass Sie auch in diesem Jahr das Winterfest der Volksmusik mit uns gemeinsam feiern wollen. Und ich hoffe, meine Damen und Herren, Sie sind gut in dieses neue Jahr hineingerutscht, ganz ohne auf winterlich glatten Straßen auszurutschen. Und ich hoffe, dass Sie Ihren guten Vorsätzen für dieses neue Jahr eine faire Chance geben und all das, was Sie sich an Großartigem für 1997 vorgenommen haben in der Silvesternacht, wenigstens noch in guter Erinnerung haben, ne? Und dann hoffe ich, dass Sie sich für 1997 Treue geschworen haben. Und wenn Sie denn doch mal fremdgehen sollten, dann hoffe ich, dass Sie nach jedem Seitensprung reumütig zurückkehren, das Erste einschalten und die Fernbedienung ganz weit weglegen, hm? Das betrachte ich mal als Zustimmung und ich kann Ihnen empfehlen, das sollten Sie heute Abend unbedingt auch so machen, denn sonst verpassen Sie eine ganze Menge. Viele Stars, viel Spaß, Spannung, gute Unterhaltung und natürlich vor allen Dingen Lieder, die von Herzen kommen. Die schönen Lieder, die sorgen dafür. Das
Ich wette mit Ihnen, meine Damen und Herren zu Hause, unsere Gäste haben ihn jetzt so sehr eingeheizt, dass sie sogar die rekordverdächtigen Minusgrade dieses Winters glatt vergessen haben. Hier im Saal brauche ich gar nicht erst zu fragen. Unsere Zuschauer in der Chemnitz-Parkhalle in Röhrsdorf, die sind ja inzwischen bekannt für ihr hitziges Temperament. Hier geht's auch an eiskalten Wintertagen ganz heiß her, stimmt's? Und wem vielleicht doch noch ein bisschen kalt ist, wir legen noch ordentlich nach. Jetzt kommt Andy Borg, danach Eva Maria Pickert und die Volksmusik-Kids, aber zunächst die Mühlenhof-Musikanten. Denn
gib doch Acht, was hast du gemacht? Oh wei, die Scheibe ging entzwei. Hei, 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 so eine Schneeballschlacht. Ja, das ist was für die Großen und die Kleinen. Wenn Frau Holle ihre Betten macht, ja, dann braucht die liebe Sonne nicht zu scheinen. Ja, das ist was für die Großen und die Kleinen. Hei, 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 so eine Schneeballschlacht ist so schön, drum lass uns schreien heute zufrieden, wie ich es heut bin, das war nicht immer so. Ich suchte ruhelos und hoffte eines bloß, es gibt dich irgendwo. Und es musste einfach so sein, dass jener Abend kam. Zwei Blicke, die sich fanden, damit fing mein Leben erst an. Zum Teufel mit der Einsamkeit, durch diese Hölle geh ich nie mehr. Du kamst genau zur rechten Zeit, ich wusste gleich, zu wem ich gehöre. Und nun wach ich am Morgen auf und seh dich lächelnd neben mir. Zum Teufel mit der Einsamkeit, ich hab sie längst vergessen mit dir. Vergessen mit dir. Oft kann ich abends zu Hause nicht sein, dann fehlst du mir so sehr. Wenn wir uns schon nicht sehen, will ich vom Schlafen gehen, deine Stimme hören. Und am nächsten Tag komm ich heim, ich halte es kaum noch aus, dich in den zu nehmen. Ich freue mich heute schon darauf. Zum Teufel mit der Einsamkeit, durch diese Hölle geh ich nie mehr. Du kamst genau zur rechten Zeit, ich wusste gleich, zu wem ich gehöre. Ein Schlagerstar aus dem Volksmusikland. Seit einem Jahr moderiert er inzwischen die Schlagerparade der Volksmusik in der ARD, in der er seine eigenen Schlager nicht singen darf. Und deshalb stellt er seinen neuesten Schlager beim Winterfest der Volksmusik vor. Findest du dieses Durcheinander gut? Naja, wenn es so ausgeht, dass ich meine neue bei dir vorstellen kann, dann finde ich das gut. In Wirklichkeit finde ich es nicht gut. Jetzt haben wir eine Grenze in Deutschland weggerissen, jetzt bauen wir uns eine hier in der Musik auf und das finde ich nicht gut. Deswegen solltest du mit deiner Sendung als Beispiel gelten, damit man es nachmacht und ein bisschen was verwischt. Ach danke, wir mischen munter durcheinander. Ich habe schon gesagt, ein Jahr lang also jetzt diese Schlagerparade der Volksmusik. Haben in diesem einen Jahr die Volksmusikkollegen dem Schlagersänger die Jodeltöne beigebracht?
Nein. Nein? Nice Jodeln haben sie mir nicht gelernt. Ich habe viele Leute kennengelernt, ich habe die ganze Musik kennengelernt, also ich kenne fast alle Lieder jetzt. Also aha, das werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich sehen. Also wir wollen mal schauen, ob er Volksmusik tauglich ist in der Zwischenzeit. Ne? Wir haben uns gesagt, wir wollen das erleben heute alle miteinander. Wir haben einen kleinen Test vorbereitet. Schriftlich? Nein, mündlich. Einverstanden? Ja. Wir wollen einfach mal schauen, was hat er sich in diesem einen Jahr gemerkt, was hat er erlebt, was hat er sogar mitgelernt. Kennt er die volkstümlichen Hits? Kann er sie auch? Wir spielen Lieder kennen. An. Kennen. Ja, kennen und ja. Können. Ja, können auch. Ach ja, so. Können auch, natürlich. Und wir wollen einige Titel anspielen, weil sie kennt eigentlich jedes Kind. Ach so. Und du sollst, wenn wir aufhören zu spielen, sollst du weiter singen. Also ich helfe dir nicht. Ich helfe dir nicht, weil ich kann nicht singen. Aber wenn die Leute du unser. Helft ihr mir? Flirt mal mit unserem Publikum. Ja, flirten. Wunderbar. Da wird sogar gewinnt. Klasse. Genau. So, meine Damen und Herren, wir sind gespannt und hier kommt deine erste Aufgabe. Wird? Doch, ich sag ganz lieb. Herzlein, du musst nicht traurig sein. Ich weiß, du bist nicht gern allein. In Röhrsdorf bei Cam. Nee, das ist der falsche Text, aber die Melodie war richtig. Die Melodie war richtig. Lassen wir das gelten. Ja. Vielen Dank. Danke sehr. Nicht verwöhnen, der hat noch ein bisschen zu tun. So, weil das so schön war, zweites Beispiel hinten dran, ne? Aufgabe 2. Noch eins. Ja. Ja, das ist Kuhstein am grünen. Ja, das ist ja der Höchster eigentlich. Hollari, hollari, du ja. Hollari, hollari, du ja. Hollari, hollari, du ja. Kennst du? Das klappt doch gut mit dem Jodeln, hervorragend. Also auch das muss ich dir lassen, klappt toll. Jetzt haben wir Bergfest. Hälfte danke. Der Aufgaben ist vorbei. Wir erhöhen jetzt ganz bisschen den Schwierigkeitsgrad, ja? Nummer 3. Da, 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 da ist doch gar kein Text dabei. Da, 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 was soll noch singen, wenn da kein Text? Das ist ja Schummel da, oder? Ja, du hast es aber gekonnt. Er hat das Lied schon mal gehört, wir haben das gemerkt, ne? Wunderbar, also auch da muss ich sagen, konnten wir dir nichts. Aber jetzt, so einfach jetzt besteht man bei uns, Bergfest, du kannst bis 4 zählen. Also pass auf, Bühne frei für unsere letzte, abschließende, 4. Aufgabe. Stellung kriegst du jetzt noch von mir. Also das, was du da jetzt gesehen hast, erlebt hast, nennt man Schuhplatteln. Und wir hätten gerne das von dir gesehen. Ich weiß, das ist jetzt schwierig. Wir sind ja fair. Wir geben ihm ein bisschen Zeit. Ich denke mal so, Ende der Sendung ist ein gutes Angebot, oder? Wie lange geht die Sendung? Naja, wenn du nach 22 Uhr kommst, hast du schlechte Karten. Ich denke, da sind wir fertig. Geht sie das aus? Ja. Kriegt ja. Er hin? Ja, das schaffe ich. Viel Spaß. Wir freuen uns drauf. Tschüss. Meine Damen und Herren, ich freue mich jetzt auf eine sehr sympathische Sängerin aus Sachsen-Anhalt und sie braucht keinen Volksmusiktest mehr zu bestehen, denn sie gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Interpretinnen volkstümlicher Musik. Hier ist Gabi Albrecht. Musik.
schaut der Mond dir ins Zimmer hinein. Die Sterne gehen auf und der Frieden beginnt. Du musst jetzt schlafen, mein Kind. Ein Bettchen aus Wolken, das hält dich ganz warm. Der Wind von den Sternen nimmt dich in den Arm. Ein Bettchen aus Wolken, für dich nur gemacht. Träum süß, kleiner Engel, schlaf gut, schlaf gut heut Nacht. Schau deine Augen, die fallen schon zu. Draußen die Welt kommt jetzt langsam zur Ruhe. Dein Schutzengel bringt dir den Traum für heute Nacht und gibt dann gut auf dich Acht. Ein Bettchen aus Wolken, das hält dich ganz warm. Der Wind von den Sternen nimmt dich in den Arm. Ein Bettchen aus Wolken, für dich nur gemacht. Träum süß, kleiner Engel, schlaf gut, schlaf gut, heut Nacht. Träum süß, kleiner Engel, schlaf gut, schlaf gut, heut Nacht. Ganz leise ist Gabi Albrecht zu einem großen Star der Volksmusik geworden. Und ganz lautstark sind unsere kleinen Sternchen zu kleinen Stars der Volksmusik geworden, ne? Unsere Volksmusik-Kids, was wären wir ohne sie? Schön, dass sie da sind, heute in himmlischen Rollen und mit himmlischen Kostümen. Finden Sie nicht auch? Süß seht ihr aus. Toll. Tja, apropos Sterne. Drei Sterne, einen Mond haben wir. Wisst ihr denn, in welchem Sternzeichen ihr geboren seid? Wer kennt sein Sternzeichen? Ihr alle, toll. Fisch. Wir beide sind Fisch. Ihr beide seid Fische. Und wir sind im selben Monat geboren und fast am selben Tag. Sie ist einen Tag später geboren. Also du bist einen Tag später geboren? Ja, im Krankenhaus. Auch noch. Und dann bist du, wenn du einen Tag später geboren, ja, einen Tag. Und das macht so viel Unterschied aus hier. Dafür bist du ganz schön viel größer, ne? Was einen Tag so ausmacht im Leben. Und was bist du? Schütze. Mhm. Und du? Stier. Kennt ihr auch die Eigenschaften, die man zum Beispiel den Fischen so nachsagt? Hilfsbereit, ich bin so flink wie ein Fischlein im Wasser. Ehrlich? Das will ich sehen. Und du? Also in meinem Horoskop steht, dass ich zurückhaltend wäre, gutmütig und etwas ängstlich, aber das stimmt nicht. Manchmal bin ich froh, dass ihr nicht zurückhaltend seid. Das ist schön, aber gutmütig bist du schon. Da bin ich ganz sicher. Was ist ein Schütze? Ehrgeizig und lebenslustig. Und da haben sie, das ist, stimmt alles beides, und da haben sie mal was Richtiges reingeschrieben. Ja. Und du bist der Stier. Was sagen die über dich? Ich bin storisch und das stimmt auch. Das stimmt, oh. Dann wären wir beide ja ein gutes Pärchen, du, ich bin Löwe. Aber ich glaube, ich würde mich mit dir vertragen, freiwillig. Wisst ihr, was für euch 1997 in den Sternen steht?
Nö, ne? Nö. Jetzt wird's spannend. Wir erfahren das jetzt. Wir werden jetzt hören, was die Sterne uns allen, euch, unseren Volksmusikstars prophezeien. Und zwar von einer Frau, die muss es einfach wissen, weil sie ist eine Expertin in Glücksfragen. Die ist nämlich die Lottofee, Karin Tietze-Ludwig. Die Liebe macht den Widder in diesem Jahr blind. Deshalb übersieht er im Spiel die besten Chancen. Seine Glückszahl, die 8. Der Stier pokert 1997 um Herzen und nicht um Geld. Gute Chancen hat er mit der Glückszahl 2. Glücklicher Zwilling. Er hat in diesem Jahr Glück in der Liebe und im Spiel. Und ganz besonders viel Glück bringt ihm die 5. Der Krebs sollte nicht lange überlegen. Spielen sollte er sich zum Millionär. Er schafft es mit der Glückszahl 9. Im Duell mit dem Löwen hat kein Casanova eine Chance. Er erobert alle Herzen im Sturm mit der Glückszahl 3. Die Jungfrau wartet auf die große Liebe und plötzlich fällt ihr ganz unerwartet der Hauptgewinn in den Schoß mit der Glückszahl 1. Der Waage gelingt es mal wieder, das Glück in der Liebe und das Glück im Spiel auszubalancieren und das mit Erfolg und der Glückszahl 8. Der Skorpion will im Spiel gewinnen, dabei hätte er so gute Chancen in der Liebe. Seine Glückszahl die 1. Der Schütze schießt auch 1997 so gut wie Amor, mitten ins Herz. Wenn Sie trotzdem spielen wollen, empfehle ich Ihnen die 2. Der Steinbock hat in diesem Jahr ein Problem. So viel Glück im Spiel muss man erst mal verkraften. Seine Glückszahl die 9. Der Wassermann schwimmt 1997 im Geld. Er gewinnt in jedem Spiel den ersten Preis mit der Glückszahl 6. Das Wort Liebeskummer wird für den Fisch in diesem Jahr zum Fremdwort. Sie haben Glück in der Liebe und mit der Zahl 8. Ja, und wenn Sie 1997 nicht immer nur Glück haben, ich wünsche es Ihnen jedenfalls nur das Beste für dieses Jahr. Und Sie wissen, auch die Sterne können sich mal irren. Vielen Dank für diese Prognosen, Karin Tietze-Ludwig. Wir haben jetzt alle ganz gespannt zugehört. Sie auch? War was Gutes für Sie dabei? Oh ja, wenn man doch annimmt, Horoskope sind ja heute treffsicherer als die offizielle Steuerschätzung. Das wissen wir ja jetzt aus Schleswig-Holstein. Ich meine, da kann man eigentlich mit dem Horoskop sehr zufrieden sein. Jedenfalls für mich. Ich bin Zwilling und für mich stehen die Sterne gut. Mehr Glück im Spiel oder Glück in der Liebe? Ich habe ja beides, so stets geschrieben. Und das bedeutet für mich natürlich, jeden Samstag Lotto spielen. Was macht eigentlich die Lottofee, wenn sie im Lotto gewinnt? Schweigen ist größte Gewinnerpflicht, sag ich immer. Haben Sie schon mal im Lotto gewonnen? 3,75 Mark, als die Quoten noch ganz gering waren. Aber ich reihe mich ein in das große Heer der Hoffnungsvollen und gebe nicht auf. Das haben wir geahnt und wir haben einen Lottoschein für Sie. Wir haben den ausgefüllt mit den heutigen Daten. Also an dem Tag, an dem Sie bei uns waren, der soll Sie durch dieses Jahr begleiten. Und vielleicht haben Sie ein bisschen Lottoglück mit unserer Hilfe. Es wäre schön, wir würden uns freuen. Wir beobachten Sie in diesem Jahr. Bitte sehr. Vielen herzlichen Dank. Und die Glückszahl 5. Ja? Ist dabei. Vielen Dank. Wir passen auf. Meine Damen und Herren, ganz egal, ob nun Glück in der Liebe oder Glück im Spiel, für einen Fisch, für einen Wassermann und für 2 Wagen aus Tirol ist das überhaupt gar keine Frage. Sie setzten im Spiel ums Glück auf die Liebe. Die Zillertaler. Schon in der Schule war ich narrisch nach dir, ganz und gar in die Verlier. Du hast mich angelacht, es gab mir so viel, das war auch so ein besonderes Gefühl. Doch viel zu langsam verrinnt die Zeit nun, bis der Mensch erwachsen wird.
Sonnenschein, hab ich die große Liebe gespürt. Lass mir für immer dein Herzblatt sein, ganz egal was kommen mag. Hab mich in dir verliebt, hab's drin im Herzen gespürt, seit dem allerersten Tag. Lass mir für immer dein Herzblatt sein, vertrau mir bitte und sag ja. Heute sagen nur die Liebe, die zählt hier auf unserer Welt. So wie ein Fels, und steht auf die Zeit still, so wie eine klare Ewigkeit. Wenn mir die Arme in die Zähne, es tut weh, kein Weg zu dir ist mir zu weit. Wenn wir beieinander sind, dann bin ich glücklich, doch die Uhr rennt viel zu schnell. Fängt erst die Nacht an, schweb ich auf Wolken, doch bald ist draußen wieder hell. Lass mich für immer dein Herzblatt sein, ganz egal was kommen mag. Hab mich in die verliebt, hab's drin im Herzen gespürt, seit dem allerersten Tag. Lass mich für immer dein Herzblatt sein, vertrau mir bitte und sag ja. Denn ich möchte dir heute sagen, nur die Liebe, die zählt hier auf unserer Welt. Lass mich für immer dein Herzblatt sein, vertrau mir bitte und sag ja. Denn ich möchte dir heute sagen, nur die Liebe, die zählt hier auf unserer Welt. Tausendmal danke ich dir, dass du mir gibst so ein Gefühl, denn das gibt mir so viel. Lass mir dein Herzblatt sein, das ist nicht nur ein Wunsch der Zillertaler. Viele junge Volksmusikkünstler wünschen sich, Herzblatt bei ihnen zu sein. Und deswegen haben wir heute Abend drei charmante, gut aussehende und vor allen Dingen talentierte Nachwuchskünstler eingeladen. Und die möchten heute Abend gerne als Herzbuben im Herzblattspiel vor allen Dingen die Herzen unserer weiblichen Volksmusikfans erobern. Und deshalb lassen wir sie jetzt rein. Meine Damen, hier sind Rainer Kirsten, Joe Außerhofer und Marc Pircher. Hallo, guten Abend. Sie sehen, sie kennen sich aus. Herzblatt sicherlich schon oft gesehen, immer mal davon geträumt, dabei zu sein. Wunderbar. Und jetzt, wenn man auf diesem Stuhl sitzt, ist man aufgeregt, stimmt's? Schon ein bisschen, ja. Ja, ja. Sehr. Joe guckt auch in den Proben immer ganz cool, aber ich glaube ihm nicht. Ich glaube, er ist schon sehr aufgeregt. Das ist Bedingung übrigens im Fernsehen. So, beim Herzblatt wird immer schön erstmal die Bitte an euch herangetragen. Stellt euch ein bisschen genauer vor, also fangen wir auch an. Kandidat 1, erzählen Sie was über sich. Ich bin der Rainer Kirsten, ich komme aus dem Schwarzwald, ganz genau von Oberbrechtal. Seit meinem 5. Lebensjahr stehe ich schon auf der Bühne zusammen mit meiner Familie, mit der Schwarzwaldfamilie Jeckle. Und ich freue mich heute Abend riesig, dass ich hier Herzblatt-Kandidat bin. Ah, wir freuen uns auch. So, meine Damen, jetzt wissen Sie Bescheid. Jetzt kommt Kandidat Nummer 2, das ist der Joe. Ich bin der Joe, komme aus Südtirol. Ich bin aber nicht alleine hier. Ich habe noch 4 Freunde mitgebracht. Die sind da hinten irgendwo und beneiden mich, weil ich hier sitzen darf. Danke, Joe. Ich wünsche dir einen schönen Abend bei uns. Und Kandidat Nummer 3? Also ich bin Marc Pircher. Ich komme aus Ried im Zillertal, bin 18 Jahre alt und bin seit meinem 8. Lebensjahr von ganzem Herzen ein Musikant. Und ich freue mich auch ganz herzlich, dass ich heute hier dabei sein darf. Ja, auch. Bei Marc hatte ich ursprünglich Angst. Ich dachte, ich muss jetzt auch Pircher oder so sagen. Aber er hat gesagt, Pircher würde auch gehen. Und nicht, insofern haben wir uns geeinigt. So, die Herzblattfrage, die bleibt euch heute Abend natürlich auch nicht erspart. Und sie wird euch gestellt von einer zauberhaften Kandidatin. Hier ist sie, begrüßt ganz herzlich Jazz Gitti.
Hallo, guten Abend. Grüß dich. Hallo. Also, Ditti, schau dir die Mannsbilder an. Sind ja alle treffisch, nicht? Ja. Aber deine Aufgabe müssen sie schon erfüllen, nicht? Ja. Wie sieht denn dein Traummann aus? Erzähl mal. Mein Traummann? Hm? Ich habe ja schon einen zu Hause. Na, erzähl mal, wie sieht denn der aus? Lieb. Er ist ein Berli und der Sonnenschein. Und er kann gut kochen und er ist ganz lieb. Also dann ist und sie vor allem ist er lustig. Sie ist glücklich, sie ist Fachfrau, sie kann jetzt entscheiden, wer ist der Traummann für unsere weiblichen Volksmusikfans, ne? Na, aber zuerst müssen es eine... Ja, einen, jetzt kommt die Herzblattfrage. Ja, die Herzblattfrage ist so. Jungs, ich bin heute Abend gut drauf. Ich habe noch kein Rendezvous. Es hat sich bis jetzt noch niemand getraut. Also, wie würdet ihr euch mit mir verabreden für heute Abend? Wer hat den Mut, sich mit mir ein Rendezvous auszumachen und andrauf zu machen, ha? Kandidat 1, wie würdest du das Herz von Gitti erobern wollen? Also, ich würde sie einladen, spontan nach Paris. Ist gut. In die Stadt der Liebe. Ja, super. Und da ich ein sehr, sehr Naturfreund bin, würde ich dich abholen mit einem Tandemfahrrad, auf dem du vorne sitzt und na, hinten, hinten. Und ich würde dir, noch nicht zu Ende. Und ich würde dir Lieder vorsingen bis nach Paris unter dem Motto, schau nur nach vorne und nicht zurück. Du, aber tät mir irgendwo stehen bleiben und was trinken, gell? Ja, sicher. Das lässt sich bestimmt einrichten. Aber es war schon mal nicht schlecht, ich meine nach Paris. Ja, aber wenn ich hinten sitzen darf, Paris ist allemal gut. Aber vorn, die müssen ja treten, vorn ist auch gut. Der ist nicht blöd, der ist nicht blöd. Kandidat 2. Also, nur ein Abend hier, das wäre ein bisschen wenig. Also ich würde dich einladen, nach Südtirol mitzukommen, mit allen drum und dran. Und kannst du das näher definieren? Ja, drum und dran, das ging gut, ja. Wir machen eine Schlittenfahrt im herrlichen, verschneiten Gebirge. Das ist aber gut. Ich würde da allerdings meine vier Freunde noch mit einbeziehen. Und nachher... Trotzdem nicht allein. Und nachher entzünden wir dann gemeinsam das Feuer der Berge. Das ist romantisch. Es ist romantisch, sehr romantisch. Und meine Mutti hat ja schon gesagt, wenn es mit vier Burschen weg ist, das ist nicht gefährlich, nur mit an. Also ist das in Ordnung, als ein okay. Anständiger also, Junge. Also falls dein Mann jetzt zuschaut, kann nichts passieren. Na, gut. Und so eine Kündigung. Kandidat Nummer 3. Also für so eine attraktive Frau wie die Chesky, die lasse ich mir ganz was Besonderes einfallen. Und zwar, ich komme mit meiner steirischen Harmonika, super. Stell mich unter dein Fenster und komme ganz traditionell Fensterln. Lade dich dann Fensterln zu einem, ist immer gut. Und was machen wir dann? Dann lade ich dich zu einem Candlelight-Dinner ein, weil ich gehe immer nach einer weißen... Aber im Zimmer, da gehen wir nicht fort. Ja, wie du das willst. Alles weil ich gehe immer nach einer Weisheit vor und die sagt, die schönste Lieb, die hat der Herrgott uns Zillertalern geschenkt. Das stimmt. Die Zillertaler sind alle mal gut. Ja, gut. Und so ein Junge noch dazu. Ja, Angebote heute Abend, ich bin begeistert. Es fällt sicherlich schwer, sich jetzt zu entscheiden, ne? Mein, unter dieser Fülle von wirklich ganz tollen Angeboten. Na ja, ich sag, ich nehm's alle mit. Alle? Nee. Also das geht jetzt noch nicht. Gitti, wir warten noch einen Moment. Falls unsere Zuschauerinnen inzwischen auch einen Favoriten haben, Gemach, sie haben noch ein bisschen Zeit. Bei uns ist ja heute, wie immer im Leben, Reden Silber, aber Singen ist Gold. Und deswegen stellen sich jetzt alle drei noch mal musikalisch vor. Freuen Sie sich auf super. Marc Pircher, auf Joe Außerhofer und seine Gruppe Bergfeuer und auf Rainer Kirsten. Ja! Yeah. Als kleiner Junge war ich ziemlich scheu und auch sehr schmal. Ich wurde oft gehänselt von den Freunden überall. Doch meine Mutter gab mir stets denselben guten Rat, der für mich auch noch heut Bedeutung hat. Schau nur nach vorne und nicht zurück. Glaub an die Zukunft, schmiede dein Glück. Dann bist du frei und erreichst dein Ziel. Probleme werden für dich dann zum Kinderspiel. Nach vorne, dann bleibst du jung. Und jeden Tag hast du neuen Schwung. Drum nimm dein Leben fest in die Hand. So spielst du alle deine Gegner an die Wand. Wenn ich mal Liebeskummer hab und einfach sauer bin,
dann kommen mir die Worte meiner Mutter in den Sinn. Denn immer nimmt, egal was kommt, das Leben seinen Lauf. Ich lache wieder und ich pfeife drauf. Schau nur nach vorne und nicht zurück. Glaub an die Zukunft, schmiede dein Glück. Dann bist du frei und erreichst dein Ziel. Probleme werden für dich dann zum Kinderspiel. Nach vorne, dann bleibst du jung. Und jeden Tag hast du neuen Schwung. Drum nimm dein Leben fest in die Hand. So spielst du alle deine Gegner an die Wand. Seit Ewigkeit, Eo, das Feuer der Berge, Eo, erzählt von Glück und Leid. Wenn der Himmel Feuer fängt im letzten Abendlicht und die Sonne zu den Gipfeln flieht, ja, dann wird sie wieder wach, diese Sehnsucht tausendfach. Und dann hörst du dieses Lied. Eo, das Feuer der Berge. Eo, es brennt seit Ewigkeit. Eo, das Feuer der Berge. Eo, erzählt von Glück und Leid. Eo, das Feuer der Berge. Seit Ewigkeit, Eo, das Feuer der Berge, Eo, erzählt von Glück und Leid, Eo, das Feuer der Berge, Eo, sehnt sich nach Zärtlichkeit. Und mit meinem Zierrad zieh ich durchs ganze Land. Auf vielen Bühnen, da hab ich schon gespielt. Und jedes Mal, da hab ich's wieder gefühlt. Die Musik ist für mich das Schönste auf der Welt. Ja, es gibt nichts mehr, was mir besser noch gefällt. Für meine Musik, da darf ich alles geben. Denn ohne Musik, da könnt ich gar nicht leben. Ja schon, da hat mein Vater Musik gespielt. Hab ihn gehört, dann hab ich mich gleich wohl gefühlt. Später hab ich selber mal probiert. Und auf einmal, da hab ich's dann kapiert. Von ganzem Herzen bin ich ein Musikant. Und mit meinem Zierer zieh ich durchs ganze Land. Auf vielen Bühnen, da hab ich schon gespielt. Und jedes Mal, da hab ich's wieder gefühlt. Für mich das Schönste auf der Welt. Ja, es gibt nichts mehr, was mir besser noch gefällt. Für meine Musik, da darf ich alles geben. Denn ohne Musik, da könnt ihr gar nicht leben. Die Musik ist für mich das Schönste auf der Welt. Ja, es gibt nichts mehr, was mir besser noch gefällt. Für meine Musik, da darf ich alles geben. Denn ohne Musik, da könnt ihr gar nicht leben. Jetzt sind Sie dran, meine Damen. Ja, die Entscheidung wird schwer. Und deshalb gibt es zuvor noch eine Hilfestellung, nämlich unsere Zusammenfassung von Susi. Wer soll nun ihr Herzblatt werden? Rainer Kirsten, der seiner Favoritin auf dem Tandem das Lenkrad überlässt? Oder Joe Außerhofer, der sich die Traumfrau mit seinen Jungs teilt? Oder vielleicht Marc Pircher, der zum Fenster seine Harmonika mitbringt? Tja, jetzt müssen Sie sich entscheiden. Sie haben die Qual der Wahl.
Wir haben natürlich für das Ermitteln eines glaubwürdigen Ergebnisses keine Kosten und Mühen gescheut. Wir haben das altbekannte TED-Verfahren. Auf den Kollegen TED kann man sich ja immer verlassen. Das haben wir weiterentwickelt und technisch wirklich perfektioniert. Wir haben allen Damen, die heute hier im Publikum sitzen, einen kleinen Teddy gegeben. Wir haben nämlich aus dem TED-Verfahren ein Teddy-Verfahren gemacht. Aus der Handtasche rauskramen jetzt, den kleinen Teddy. Und einmal zeigen, wo sind sie? Wo sind die kleinen Teddys? So, sind, ihr seht, wie viele da sind und ungefähr, wie sie verteilt sind, ne? Wie unsere Damen sitzen. So ein Teddy ist jetzt eine Stimme. Das heißt, Sie können jetzt also Ihren Teddy demjenigen dieser drei wirklich sehr sympathischen jungen Herren überreichen. Das heißt, überreichen eigentlich auch nicht. Die gehen jetzt auf Stimmenfang mit einem großen Netz. Schauen Sie mal. So wie Schmetterlinge fangen oder so. Also Teddy fangen jetzt. Also, die haben 30 Sekunden Zeit, werden sich jetzt hier mühsam durch den Saal kämpfen. Und wer die meisten Teddys, sprich die meisten Stimmen hat, ja, der ist ihr Herzblatt. Wir sind gespannt. Auf los geht's los. Komm. Ja, 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 ja. Auf. Wo sind die Teddybären? Die Handtaschen auf. Auf. Ei, ei, ei. Schnell, schnell, schnell. Ja. Ganz da oben hin. Ei, 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 ei. Dann jetzt machen wir diese Reihe. Hey. Oh, Entschuldigung. Ei, ei, ei. Jawohl, auf. Aber, aber. 3, 2, 1, 0. So schnell sind 30 Sekunden um. Nichts geht mehr. Meine Herren, ich darf Sie bitten. Rainer ist schon da. Joe, der Kampf um den letzten kleinen Bären. So, alle drei kommen wieder zu mir, sind ein bisschen geschafft, aber reich an Beute. Marc, nicht mogeln. Nicht mogeln. So, wenn wir uns jetzt die Netze anschauen, Rainer, Joe, Marc, dann können Sie eins sehen, meine Damen und Herren. Ich habe eine undankbare Aufgabe. Ich soll jetzt hier Schiedsrichter sein. Teddys zählen können wir nicht. Dann sind wir nach 22 Uhr fertig. Also müssen wir sie wiegen. Wir haben es geahnt. Hier steht eine wunderbare Waage. Und jetzt werden wir sehen, wer hat die fetteste Beute. So, Rainer, wir fangen ihn an. Ja, Rainer muss anfangen, ne? Der Rainer. So, da werden die Teddys jetzt hineingepackt. Mit dem Reifen nicht mehr drücken, wir wollen ja nicht mogeln. Und wir werden gleich ein Ergebnis haben. Also, Nummer 1, Rainer Kirsten, hat 1,3 Kilogramm Teddys. Beachtlich. So, Marc. Nee, Joe, Entschuldigung bitte. Joe Außerhofer. Ach, da, wir wollen, wir wollen von vornherein feststellen, Verlierer gibt es hier sowieso nicht. Wir haben ein sehr schönes Spiel mit drei Gewinnern. Und auch hier werden wir gleich sehen, wie viel. 1,4 Kilogramm, knapp geschlagen. So, jetzt machen also Joe und Marc das Rennen. So, Marc, na dann, bin ja gespannt. So, ach, Spannung. Ganz viel Spannung. Wir schauen gebannt auf den Monitor und werden sofort erkennen. 1,3 Kilogramm. Es war ein Spaß. Es war schön, dass ihr mitgemacht habt. Jetzt kann ich also unserem Gewinner etwas sehr Schönes überreichen. Einen Vertrag für ein Musikvideo. Ihr könnt also einen richtig professionellen Clip produzieren und den dürft ihr dann premieremäßig sozusagen zeigen im neuen Musikmagazin des MDR, moderiert von Dagmar Berghoff, heißt Schon gehört. Wir freuen uns drauf, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder. Viel Erfolg, viel Spaß. Euch beiden, Rainer und Marc, danke fürs Mitmachen und gewonnen habt ihr alle. Jawohl. Dankeschön. Danke. Vielleicht bringen diese Plüschteddys ja wirklich Glück. Für unseren nächsten Gast, da war es zumindest so. Also so viele Plüschteddys, wie ihm auf die Bühne entgegengeflogen sind, genauso wie die Liebesbriefe und die Herzen der Fans. So hat seine Karriere begonnen. Er war das erste Teenager-Idol damals in den 50er Jahren. Heute ist er immer noch ein großer Star und deshalb kann er in diesem Jahr sein 40-jähriges Bühnenjubiläum feiern. Wir freuen uns natürlich sehr, dass er für diesen ersten großen Auftritt in diesem tollen Jahr das Winterfest der Volksmusik ausgesucht hat. Und wir gratulieren sehr herzlich Peter Kraus.
haben wir diskutiert, manchmal bis aufs Messer. Heute ist doch alles Mist, langweilig und trist. Damals war die Zeit so schön, die Lieder waren auch noch besser. Wir vergessen schnell, wie gut wir es haben. In 50 Jahren werden unsere Kids auch sagen, ah, 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 damals war ja alles besser. Die gute alte Zeit, die beste weit und breit. Die gute alte Zeit, die beste weit und breit. Ich spür sie jetzt, wie sie swingt und fetzt. Und teil sie gern mit dir, komm und fühl mit mir. Die gute Zeit ist jetzt hier. Kann man so romantisch sein und schwärmen nachts im Mondenschein. Mit 17, mit 17. Ja, mit 17 träumt man noch vom großen Glück und Liebe auf den ersten Blick. Für dich und für mich ist die Welt so schön. Wir brauchen uns beide nur anzusehen. Für dich und für mich gibt es wirklich kein Problem. Oh Baby, und außerdem mit 17. Ja, mit 17. Ja, mit 17 fängt doch erst das Leben an, das uns noch so viel geben kann. Auf der Insel Villalilla, dort im Märchenland, am weißen Palmenstrand, ein braunes Mädchen stand. Es wollte den einen, aber sonst keinen, in der blauen Mondnacht wiedersehen und nie mehr von ihm gehen, denn er sang so schön. Ja, er sang sein Hula, 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 Liebe, die schenke ich dir, mein Baby, heute Nacht, wenn der Wind uns bewahrt. Oh, Hula, 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 Liebe, du weißt ja noch nicht, wie glücklich die Hula Liebe macht. Ja, ja, ja. Ja, wie glücklich die Hula Liebe macht. Ja, ja, ja. Oh, 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 oh. Wie ein Märchen fing es an, dass die Zauberfee ersann. Wer von euch noch träumen kann, hört sich die Geschichte an. Denn wer junge Liebe kennt, weiß, wie schnell ein Herz verbrennt. Nach ihr und komm zu mir, oh, 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 oh. Ob sie wohl mein Rufen hört, meine Sehnsucht je erfährt. Denn so ist es ja im Leben auch, dass man sich das große Glück erhofft. Drum, wenn es ein Traumbild macht, dass das Glück mir im Leben lacht. Diana, oh, bleib bei mir.
Diana. Ich bin ja so allein, um mich ist leer. Ich hab keine Freunde, man liebt mich nicht mehr. Ich habe sonst alles, ich habe sonst alles, was man begehrt, was man begehrt. Doch kenn ich kein Herz, kein Herz, das mir ganz gehört. A one, a two, a three, a four. Sugar, sugar, baby. Oh, oh, sugar, sugar, baby. It's suddenly to me. Sugar, sugar, baby. Oh, oh, sugar, sugar, baby. Ich kenn Susi und Madeleine, die Mary und die Jane. Auch Diana ist bezaubernd und klein. Doch das eine ist mir klar, ich käme dauernd in Gefahr, wenn ich dich nicht hätte, mein Sugar Baby. Hey, Sugar Sugar Baby, oh, oh, Sugar Sugar Baby. Herzlichen Glückwunsch, Peter Kraus. Ich danke doch sehr. Danke. Oh, 40 Jahre auf der Bühne. Hm? Wie feiert man 40 Jahre Bühne? Also ich feiere es heuer mit meinem Publikum, indem ich im Februar, im März, im April und im Mai auf große Deutschland-Tournee gehe. Ah ja, freu also mit den drauf. Fans, mit denen, die einen all die Jahre die Treue gehalten haben. Freue ich mich schon sehr. Vier Jahrzehnte, meine Damen und Herren, man mag es sich gar nicht vorstellen, wenn man sie so anschaut, das haben Ihnen bestimmt schon viele gesagt. Also vier Jahrzehnte lang hat er sein Publikum begeistert, als Sänger, als Schauspieler, als Showmaster, mit vielen unvergessenen Hits, mit Fernsehserien, Spielfilmen, mit großen Shows. Aber was uns immer wieder ganz besonders gut gefällt und was wir immer wieder gerne hören, ist Ihr Schluck auf, dieser musikalische. Kann man den so aus dem Stand einfach mal so nochmal nachmachen? Den beherrschen Sie ja wie kein Zweiter, immer noch. Alula, alula. Das? Ja. Ja? Ja, ja. Wir haben mal nachgeschaut, was die Ärzte sagen über so einen Schluck auf, was also die Mediziner meinen. Die sagen, der Schluck auf ist ein schnappendes Einatmungsgeräusch, hervorgerufen durch ruckartiges Zusammenziehen des Zwerchfells und Schließung der Stimmritze. Zum Beispiel bei Magenstörungen. Ah. Nur hoffe ich ja, dass Sie nicht 40 Jahre lang Magenstörungen gehabt haben. Also wie funktioniert Ihr Schluckauf? Na, ich würde eher sagen, es war damals ein sehr, sehr guter Gag, der mir eingefallen ist, mit Schluckauf zu singen. Und ich habe bestimmt dadurch viele Millionen Platten mehr verkauft mit Oh Oh. Und wie macht man das jetzt? Könnte ich das auch lernen? Na klar. Oh Oh, Sugar Sugar Baby, Oh Oh. Ganz einfach. So oder ähnlich stelle ich mir vor, ist bestimmt aus Jodeln entstanden, oder? Was ist entstanden? Das Jodeln. Ist das Jodeln, ja. Die Wahrheit ist eigentlich, ich wollte als Kind, habe ich immer Volksmusik gehört, gerne, wollte Jodlerkönig werden. Dann kam der Rock'n'Roll, ich wurde Rock'n'Roll-König. Ja. Und ich habe dann meine Kindererfahrungen in den Rock'n'Roll mit eingebracht. Ich habe die Volksmusik damit verbunden, so ein bisschen gejodelt im Rock. Okay. Also Jodelkönige, gutes Stichwort. Wir haben jetzt absolute Fachleute in Sachen Jodeln. Ja, ich ziehe mich zurück. Ja, sonst blamieren wir uns, wenn wir hier solche Sachen erzählen. Die wissen viel besser Bescheid. Sind heute bei uns, haben uns einen ihrer ganz großen Hits, einen ganz aktuellen Hit mitgebracht, nämlich Germany is She. Herzlich willkommen, Marianne und Michael. Wir fliegen um die Welt, New York und nach Paris, und schauen für sehr viel Geld, wo es schöner ist. Mallorca und Athen, ja überall ist schön, doch merkst du irgendwann, am schönsten ist der Horn. Ich mach mein Germany, mein schönes Germany, da wo ich geh.
die macht mein Germany, mein schönes Germany. Da wo wir gehen steht, Deutschland ist so schön. Okay, im schönen Westerwald und auch in Köln am Rhein, da feiert man und lacht, was kann denn schöner sein? Wir haben die Stadt Berlin und auch den Ostseestrand, wir Dresden nie gesehen, wir kennen unser Land. Germany, mein schönes Germany, da wo die Gegend steht, Deutschland ist so schön. Okay, wie macht der Germany, mein schönes Germany, da wo die Gegend steht, Deutschland ist so schön. Marianne und Michael, recht haben Sie, Germany is she. Hm? Mit diesem tollen Titel ist Ihnen ja wieder ein großer gemeinsamer Erfolg gelungen, nämlich in der Superhit-Parade im ZDF bei Caroline Reiber haben die Zuschauer Sie auf Platz 1 gewählt und ich glaube, man kann immer noch gratulieren. Danke und auch ein Dankeschön an alle Zuschauer, die uns gewählt haben. Danke. Stichwort gemeinsamer Erfolg. Ich weiß, es hat ja alles mal ganz anders angefangen, nämlich solo. Marianne, wie hat Ihre Karriere begonnen? Ja, das war natürlich lang, langes her. Als Gardemädchen im Münchner Fasching, da habe ich die Beine hochgeworfen. War ein schönes Mädel. Ja, schönes Mädel. Ja, ich sehe immer noch. Immer noch. Damals das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Und dann habe ich in einer Trachtentanzgruppe erst einmal getanzt. Dann ist dort die Jodlerin ausgefallen und dann musste ich da ganz kurzfristig einspringen. Und so hat sich das dann so entwickelt, aber nicht lange hat es gedauert. Dann kam ein ganz fescher Steirerbub. Dann hat sie mich kennengelernt und dadurch hat sie richtig jodeln gelernt. Sie hat mir tief in die Augen geschaut und dann war es, liebe den ersten Jodler. Oh, ja, schön, das hören wir immer wieder gerne. Und mittlerweile sind wir 23 Jahre beieinander. Ja. Ja, und wir sind ja schon laut Presse 19 Mal geschieden. Zählt ihr noch mit? Ja, wir müssen mitzählen, weil ich will einmal ein Buch schreiben. Das heißt dann 19 Mal geschieden, 11 Kinder. Ich frage mich nur, wo die sind. Ich frage mich nur, wo die Kinder sind. Michael, jetzt traue ich mich ja eigentlich gar nicht mehr zu fragen, was haben Sie so alles ohne Marianne gemacht? Jetzt muss ich wirklich fragen, musikalisch ohne Marianne gemacht, früher. Gut, dass du musikalisch dazu gesagt hast. Ich war also in einer, ja, so Obergreiner Band, kam dann nach Deutschland, genauer gesagt nach München, ins Münchner Platzl, eine Brauchtumsbühne. Und da habe ich 3,5 Jahre als Solist gejodelt. Da ist aber nichts Gescheites draus geworden, erst als ich Sie kennengelernt habe. Ja. Ja, darum bin ich so dankbar, dass ich Sie habe. Seit über 20 Jahren, wie ja, schon erzählt, ein Duo. Schön gesagt. Das bekannteste Volksmusik-Ehepaar längst. Und jetzt erleben wir wieder was sehr Schönes. Heute beim Winterfest der Volksmusik singen Sie nach langer Zeit wieder mal alleine. Also Marianne fast ohne Michael und Michael fast ohne Marianne. Wollen wir den Michael jetzt alleine lassen? Mit einem ganz wunderschönen Lied. Ich lieb dich. Es fällt uns schwer zu gehen. Ja, tschüss. Du sagst, du magst ihn gut, doch wenn er wart, schließt du dein Fenster. Du sagst, du magst die Sonne, wenn sie scheint, versteckst du die. Du sagst, du magst den Regen, doch wenn er folgt, spannst du den Schirm. Und darum habe ich Angst, wenn du sagst, ich lieb dich, ich lieb dich, ich lieb dich. Du sagst, du magst es gut, und doch gehst du daran vorüber. Du sagst, du magst nur ihn, doch deine Freund, die hast du lieber. Du sagst, du hast gern Kinder, doch sind sie laut, kannst du es nicht hören. Und darum hab ich Angst, wenn du sagst, ich lieb dich.
dein Baby warst, hab ich so manche Nacht dich in den Schlaf gesungen und voll Angst bei dir gewacht. Und spät aus der Schule kam auch mal ein blauer Brief. Deine Eltern wussten immer Rat, ging auch so manches schief. Kleine Kinder, kleine Sorgen, welche Mutter kennt das nicht? Große Kinder, große Sorgen, Glück hat nicht nur ein Gesicht. Selbst wenn irgendwann die Kinder längst erwachsen sind, bleiben sie fürs Mutterherz ein Leben lang ein Kind. Kleine Kinder, kleine Sorgen, welche Mutter kennt das nicht? Große Kinder, große Sorgen, Glück hat nicht nur ein Gesicht. Selbst wenn irgendwann die Kinder längst erwachsen sind, bleiben sie fürs Mutterherz ein Leben lang ein Kind. Bleiben sie fürs Mutterherz ein Leben lang ein Kind. Ich möchte Marianne ausnahmsweise mal widersprechen, obwohl ich es wirklich ungerne tue. Aber es muss nicht immer so sein, dass wenn die Kinder älter werden, automatisch auch die Sorgen größer werden, kann auch das ganze Gegenteil passieren. Es gibt Eltern, die können stolz beobachten, wie aus ihren kleinen Kindern große Kinder werden. Und so ergeht es zurzeit auch Mama und Papa Silbereisen. Ihr Sohn ist inzwischen fast erwachsen. Ja, und aus dem kleinen Volksmusikant ist ein großer Volksmusikant geworden. Er hat jetzt eine längere Pause gemacht. Jetzt ist er wieder da und Sie werden ihn kaum wiedererkennen. Hier ist Florian Silbereisen. Logo, Logo, alles Logo. Samba, Samba, super Papi. Logo, Logo, alles Logo. Samba, Samba, super, super. Logo, Logo. Dem Drama, Logo, Logo, bei einem Super Samba, Logo, Logo, dass ich endlich weiß, Logo, Logo, du bist auf mir heiß, Logo, 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 alles Logo, Samba, Samba, Super, Super, Logo, Logo, alles Logo. Super, super.
Florian Silbereisen hat in der Zwischenzeit nichts verlernt und vielleicht wird er in diesem Jahr aus dem Kinderstar ein großer Star. Und vielleicht gehört er auch irgendwann zu den Favoriten für die Eins der Volksmusik, meine Damen und Herren. Sie wissen ja, wir vergeben sie in jedem Jahr an den erfolgreichsten volkstümlichen Titel aller ARD-Hitparaden. Und 1997 passiert das nun schon zum dritten Mal und wir erinnern uns mal. 1995, nach einem sensationellen Comeback, hat Willi Seitz diese Trophäe mit nach Hause nehmen können. Und nach einem tollen Jahr 1996 hießen die Gewinner der ARD 1 Stefanie Hertel und Stefan Ross. Und heute Abend ist Stefan Ross bei uns und er übergibt die ARD 1 der Volksmusik. Stefan! Hallo, freue mich, dass du da bist. Hallo. Halt es gut fest, es ist wertvoll. Stefan, ich meine, ich freue mich wirklich, dass du da bist, aber bevor mir am Montag alle Menschen die Frage stellen, wo ist Stefanie gewesen, frage ich dich lieber, wo hast du es, Mauser? Nein, es ging jetzt in letzter Zeit, ich habe eigenes mit. Aha, gut. Kurs, bitte, gell? Dann nicht. Kurs. Technik. es gehen jetzt momentan wieder Gerüchte umeinander von Hochzeiten oder sonst irgendwas. Aha. Gerüchte auch wieder von Trennungsgerüchten, also so ist es nicht. Nein? Nein, die Stefanie wollte natürlich ihre Fans nicht enttäuschen, sie ist heute in der Nähe, in Greiz. Mhm. Vielleicht, wenn es mich sieht. Hallo, Meisel. Ja. Ich denke mal, sie steht auf der Bühne. Aber falls sie uns sieht, Stefanie, der Stefan hat was Schönes mitgebracht. Er hat die Eins der Volksmusik mitgebracht. Das ist übrigens kein Wanderpokal. Wir wollen es nochmal dazu sagen. Wird jedes Jahr neu in der Porzellanmanufaktur in Meißen in mühevoller Handarbeit hergestellt. Ja. Und jetzt werden überall im Lande die Stars der Volksmusik zittern, werden aufgeregt sein. Es wurde spekuliert und gewettet, aber wir haben nichts verraten. Wir haben niemanden informiert, wir haben den Preisträger nicht informiert. Weiß noch nicht einmal über's, ne? Genau. Ja. Wir haben den Auftritt auch nicht geprobt. Wir haben nur einen Kameramann eingeweiht und der ist jetzt hinter der Bühne und schaut sich mal alle unsere Kollegen an, die heute hier dabei sind. Und jetzt kommt der spannende Moment. Jetzt wird's Zeit. Der Siegertitel, der Superhit des Jahres 1996 heißt Du bist das Licht. Und die Gewinnerin der ARD-Hitparaden und der großen Eins ist Gabi Albrecht. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Ganz herzlich! Oh, vielen Dank! Habe jetzt ein Lippenstift? Es war ein tolles. Gibst du ihr die Eins? Ja, alles Gute! Danke dir! Herzlichen Glückwunsch, Gabi. Es war ein tolles Jahr. Viele große Auftritte, viele schöne Titel. Wir denken noch an den Grand Prix, an diesen wunderbaren zweiten Platz. Oft warst du bei uns und wir finden, du hast diesen Preis mehr als verdient. So ist es. Herzlichen Super. Glückwunsch von uns allen. Darf ich mich auch ganz kurz bedanken. Vielen Dank auch an meinen Produzenten und meinen Texter und an meinen Komponisten und an alle, die mit zu dem Erfolg beigetragen haben. Und danke an meine Fans. Danke, dass ihr mir treu geblieben seid. Gabi, jetzt kommt die ganz spannende Frage. Text hast du drauf, ne? Ja, na klar. Die Musik haben wir. Und jetzt freuen wir uns nochmal auf Du bist das Licht. Gern. Gabi Albrecht. Tief in der Nacht denk ich an dich und auf einmal wird's in mir Licht. Mitten im Sturm gibst du mir Geborgenheit. Du bleibst bei mir, wenn keiner sonst bleibt. Du bist das Licht, das bei Nacht für mich scheint. Du bist der Wind, der mich trägt durch die Zeit. Du bist der Weg, der mich führt
machst mir Mut, zeigst mir die Kraft, die in mir ruht. Du lässt mich gehen, so weit ich gehen will. Du glaubst an mich und an mein Gefühl. Du bist das Licht, das bei Nacht für mich scheint. Du bist der Wind, der mich trägt durch die Zeit. Du bist der Weg, der mich führt durch mein Leben. Du gibst mir alles von dir. Du bist das Licht, das bei Nacht für mich scheint. Du bist der Weg, diesen Sieg gönnt ihr jeder, Gabi Albrecht. Ja, und wir gönnen uns jetzt einen kurzen Ausflug, nämlich mit den Damen und Herren des Deutschen Fernsehballetts zum Maskenball nach Venedig. Thank you.
Das deutsche Fernsehballett hat uns gezeigt, wie man den Karneval in Venedig feiert. Und der Gastgeber der ältesten volkstümlichen Hitparade im deutschen Fernsehen, der zeigt uns jetzt, wie man Karneval in Sachsen feiert. Hier ist Achim Menzel. Kein Witz hat mich heute getroffen. Kein Herzschlag mein Dasein verkürzt. Ich bin nicht im Bade ersoffen und auch nicht vom Fahrrad gestürzt. Mich hat keine Seuche befallen, drum muss ich vor Dankbarkeit lallen. Mensch, hab ich ein schweinisches Schwein. Ja, das war selbst ein blöder Sohn. Schwein hat nicht jeder und ich kann nur noch schreien. Mensch, hab ich ein Schwein. Kein Raufbold schlug mir einen Zahn aus. Mir wurde kein Bargeld geraubt. Im Vorgarten brach kein Vulkan aus. Mir fiel auch kein Flugzeug aufs Haupt. Von finsteren Finanzamtsgestalten hab ich keinen Drohbrief erhalten. Mensch, hab ich ein Schwein, ein schweinisches Schwein. Ja, das war selbst ein blöder Sohn. Schwein hat nicht jeder und ich kann nur noch schreien. Mensch, hab ich ein Schwein. Mich hat kein Orkan umgerissen. Ich brach mir kein wertvolles Glied. Oh, mich hat keinen Natter gebissen. Mich streifte kein Meteorit. Mein Weib liegt mit Grippe im Bette und bleibt mir heut treu, wie ich wette. Mensch, hab ich ein Schwein. Ein schweinisches Schwein. Ja, das war selbst ein blöder Sohn. Schwein hat nicht jeder und ich kann nur noch schreien. Mensch, hab ich ein Schwein. Ja, ich kann nur noch schreien. Mensch, hab ich ein Schwein. Jawohl! Achim Menzel kann sich wirklich freuen, er hat Schwein gehabt, aber Sie, meine Damen und Herren, nehmen Sie sich jetzt besser in Acht. Wir lassen nämlich jetzt Jazz-Gitti auf Sie los. So viele fahren mit Rollerblades, da kommt man immer noch. So mancher schlägt am heißen Ball auf der Wiesen in ein Loch. Der dritte haut sich von der Brücke am Gummiseil. Ich hab was Neues, das ist geil. Popo nach links, Popo nach rechts, ja, das ist ein Riesenhex. Die Hände vor, die Füße auf, ja, das ist bei uns so brav. Popo nach links, Popo nach rechts, das hält uns bombenfit. Kleine, große, alle tanzen mit. Für diese Übung brauchen wir kein Sportgerät, weil's ohne Hantel, ohne Rad genauso geht. Bei uns da ist das Wichtigste am Körper dran. Wir haben unsere Backen, packen wir's an. Ja, das ist bei uns so brav. Popo nach links, Popo nach rechts, das hält uns bombenfit. Kleine, große, alle tanzen mit.
Vielleicht probieren Sie diesen neuen Tanz ja mal zu Hause aus, meine Damen und Herren. Aber Vorsicht, meine Herren, ich kann Sie nur warnen. Passen Sie auf, dass Sie dabei nicht fremden Damen zu nahe kommen, sonst ergeht es Ihnen möglicherweise wie einem gewissen Günther. Der hat nämlich Ärger bekommen. Und warum? Das weiß Vicky Leandros. Günther, gestehe, da steckt was dahinter. Sag mir die Wahrheit, wer ist diese Frau? Du kommst nach Hause früh morgens um 7. An mir vorbei nur ein flüchtiger Kuss. Du sagst mir, dein Auto wäre liegen geblieben. Kein Mensch zu sehen, kein Taxi, kein Bus. Ich möchte dir glauben, wenn ich es nur könnte. Irgendwas anderes fällt dir wohl nicht ein. Günther, gestehe, da steckt was dahinter. Sag mir die Wahrheit, wer ist diese Frau? Oh Günther, so kommen wir nicht übern Winter. Irgendwas ist da, das spür ich genau. Plötzlich gehst du mit dem Handy nach draußen. Im dichtem Regen stehst du vor der Tür. Und spät in der Nacht will dein Chef dich noch sehen. Mich ruft die Pflicht, sagst du lächelnd zu mir. Ich will dir vertrauen, doch in deinen Augen ist so ein Leuchten, das kenne ich nicht. Winterfest der Volksmusik für Günther, Premiere für diesen neuen, wie wir finden, sehr schönen Titel von Vicky Leandros. Herzlich willkommen bei uns. Hallo. Wer hatte die Idee für diesen doch sehr, ja, der hat uns ja gefallen, für diesen wunderbaren Titel? Ja, die Idee hatten wir gemeinsam, Jack White, mein Produzent, Norbert Haberschmidt und ich. Und wer hatte die Idee für diesen schönen Text? Norbert und ich. Sie nennt sich immer ganz bescheiden an zweiter Stelle und dabei weiß ich, das tut sie eigentlich in letzter Zeit öfter, stimmt's? Mit Schreiben und ein bisschen hinter der Bühne arbeiten. Ja, wir haben jetzt zusammen getextet mit Norbert eben das ganz neue Album, was Anfang April herauskommt und das ist jetzt eben schon die Single. Und ja, es sind eben, ich mag gerne ironische, freche Titel, auch Texten, aber auch eben dramatische oder auch Balladen. Also wir müssen jetzt keine Angst haben, alle wir Fans, dass wir Vicky Leandros jetzt ein bisschen weniger auf der Bühne sehen, ganz im Gegenteil, ne? Ja, ich hatte ja letztes Jahr eine Konzerttournee durch Deutschland und ich glaube, ich möchte sie
fortsetzen, aber mit einem neuen Programm, so Ende 97, glaube ich. Ich wünsche Ihnen wiederum volle Häuser. Und Höhepunkt und Abschluss eines jeden Konzerts bei Ihnen ist diese weltbekannte Melodie Auf Wiedersehen, ihr Freunde mein. Ich weiß, dass wir die heute noch hören werden. Ja, gern. Von Vicky Leandros, meine Damen und Herren. Freuen Sie sich. Diesem Auf Wiedersehen von Vicky Leandros kann ich mich jetzt eigentlich nur noch anschließen. Auch ich möchte mich jetzt ganz herzlich von Ihnen verabschieden. Carmen, Moment, Entschuldigung. Grüß Gott, du hast ganz vergessen, es ist noch nicht 10 Uhr. Aber eigentlich hatte ich dich schon aufgegeben, ehrlich. Du willst uns jetzt nicht erzählen, du kannst Schuhplatteln. Naja, ein bisschen schon. Das glauben wir erst, wenn wir es sehen. Ja. Genau. Schau. Bin fix schon fertig. Und? Ich habe keine Zeit gehabt, mir die Hose anzuziehen, Die ihr zugehört. Aber so, also, dass die Herrschaften das können, außer Andy, das haben wir schon erlebt. Wir freuen uns jetzt auf den Gebirgstrachtenverein Hochgradler Oberstaufen und Andy Borg. Auf geht's, Burm. Auf geht's. Du hast gesehen, ich kann das. Klasse! Also die Mühe hat sich wirklich gelohnt. Ich muss gestehen, also wirklich, wir können nicht anders. Wir müssen ihm sagen, er hat diesen Volksmusiktest natürlich bestanden. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Bravo, meine Herren.
Meine Damen und Herren, es hat ihm sichtlich Spaß gemacht. Auch uns hat es Spaß gemacht, heute wieder mit Ihnen zu feiern. Uns hat es Spaß gemacht, bei Ihnen zu feiern. Und wenn Sie heute Abend auch ein bisschen Spaß hatten, ach, das wäre schön. Tja, aber wenn Ihnen der Spaß so langsam an diesem schmuddeligen, eiskalten Winterwetter verloren gegangen ist, dann kann ich das sehr gut verstehen. Und ich kann Sie auch trösten. Jeder Winter geht irgendwann mal vorbei. Und wir stecken eigentlich schon in den Vorbereitungen für unser Frühlingsfest der Volksmusik. Wir werden es feiern am 5. April. Dann sind wir in der Stadthalle in Chemnitz und wir erwarten außergewöhnliche Gäste. Also gut beraten sind Sie, wenn Sie sich für den 5. April noch nichts weiter vornehmen. Und wenn Ihnen die Zeit bis dahin ein bisschen lang ist, tja, vielleicht sehen wir uns bei der Tournee Frühlingsfest der Volksmusik. Die führt uns quer durch Deutschland in der Zeit vom 16. Februar bis zum 9. März. Und vielleicht sind wir ja auch in Ihrer Nähe. Ich würde mich freuen auf ein Wiedersehen. Bis dahin, Dankeschön, auf Wiedersehen. Tschüss. Schnee, 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 Walzer tanzen wir.